Der Tank. Nein, ich wollte die abwehren. Hehe. Der eine Roboter lässt den anderen nicht vorbei. Gut, jetzt muss ich hier hinten... Nein! Oh Mann! Das ist ziemlich bescheuert gerade. So, das hat funktioniert. Ah, der erste ist K.O. Alles klar. Und der zweite, der hat noch jede Menge Leben. Wow, Alter, hau ich Blitze auf den drauf. Da ist ja... Wo kommen die denn her? Da ist direkt mal Verstärkung gekommen. Ja, super, jetzt habe ich zwei so Roboter und noch so ein Schießtyp gegen mich. So, das wäre ich aber ab. Wow. Der hat mich gar nicht getroffen. Hm, vielleicht kann ich auch einfach weiterlaufen, oder? Oh, geht das nicht? Doch, geht auch. Sehr gut. Einfach mal weiterlaufen. Go. So. Oh, da fällt mir gerade auf. Wahnsinn, da ist das Spiel mir doch tatsächlich nochmal abgestürzt, mittendrin. So, jetzt mache ich aber, jetzt skill ich weiter. Oh, komm, skillen wir mal einmal auf Blitz. Hm, Rückstoß. Na, Geistertrick bringt eigentlich nicht so wirklich was. Schade, lassen wir das mal so. Sparen wir auf weitere Dingens. So, was ist das jetzt? Ein Fahrstuhl? Oh, da scheint wieder eine Zwischensequenz zu kommen. Nee, doch nicht. Geht einfach so weiter. Auch gut. Es ist nur einer, hoffentlich. Oh! Ja, es ist nur einer von denen, aber... Jede Menge Spinnen da sind noch dabei. Das macht die Sache jetzt nicht gerade einfacher. So, da ist noch ein Bagdad-Tank. Ein roter, um genau zu sein. So, hauen wir da mal mit Blitzen drauf. Ja, jetzt fangen die mich natürlich die ganze Zeit. Das ist nicht so toll. Sind das unendlich viele, oder? Boah, geil, jetzt mache ich die anderen Blitze da. Die hier. Nein! Geh weg! Boah, jetzt habe ich super viel Leben verloren. Bringen die Viecher hier überhaupt Leben? Ne, die bringen noch nicht mal Leben. Diese, oh, jetzt habe ich nicht genug Machtenergie. Wow, ja, die Blitze haben Style. Ah, jetzt sind wenigstens mal die ganzen Spinnen tot. Komm, schmeiß nochmal so ein. So, jetzt geht's selber ab. Jetzt brennt er, der Kumpel. Ah, kein... Ah, gut. Und bam, 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 bam. So, jo, der wäre damit besiegt, also geht's weiter, sobald die Quicktime-Sequenz vorbei ist. Es sieht schlimm aus, Starkiller. Ich bitte dich nicht gerne darum, aber... Ich kann nicht. Ich weiß, was du für sie empfindest, aber sie ist nur ein Offizier. Wir verlieren die ganze Rebellion, wenn du uns nicht hilfst. Was ist das denn jetzt für ein Raum? Oh, der erinnert so ein bisschen an den Raum vor dem Endkampf vom ersten Teil. Der war, naja, der war viel größer und alles, aber da muss man auch ein bisschen rumspringen und war dann zum Schluss auf so einer Plattform. Aber ich denke mal nicht, dass das hier jetzt schon das Ende sein wird, denn so lange spiele ich ja jetzt auch nochmal nicht. Wow, was war denn das? Ich komme da ja gar nicht drauf. Shit. Okay. Ja, also General Kota will also, dass wir ihm helfen, ja, die Rebellion zu führen. Aber Starkiller will nur zu Juno. Die beiden sind sich also nicht ganz einig, die beiden Kumpels. So, komm, lad mal ein bisschen schneller, dass ich hier jetzt weiter zocken kann. Das geht alles in das Let's Race mit ein. Jetzt, hopp, Spiel, lad mal schneller. Scheißspiel. Lädt so langsam. Nee, aber man muss wirklich sagen, Star Wars Force Unleashed 2, super Spiel. Lädt zwar oft, lange, aber... Das ist für mich... Wahnsinn! Das Spiel ist mir schon wieder abgestürzt. Das weiß ich, glaube ich, schon das vierte Mal, dass mir das Spiel abgestürzt ist. Wahnsinn. Ja.
verbrennen wir mal wieder die ganzen Typen hier, Sturm, Truppen, keine Ahnung. Wo geht's hin? Ah, okay, es geht gar nicht richtig weiter. Ich muss hier diese Typen platt machen. Okay, da kommt jetzt aus jeder Kapsel ein anderer. Den habe ich in seine Kapsel wieder reingeschmissen. So, den schmeiße ich runter, bitte. Sehr schön. Ja, das geht mit diesem... mit dem Packen geht das ganz gut. Da sind diese Kämpfe gegen diese Typen hier relativ einfach. So, komm, flieg runter. Nee, leider nicht. Schade. Muss ich dich abstechen. Ey, du Idiot. Das gibt's ja gar nicht. Ey, ich glaube, es geht los. So, jetzt aber. Jetzt hat's mal wieder funktioniert. Stech ihn doch ab. Wahnsinn. So, das war jetzt aber dein Ende. Boah, ich habe ja kaum noch Leben. Schmeiß ihn bitte runter, dann bekomme ich schneller Leben. Ah, okay, so geht's auch. So, es ist nur noch ein Idiot da. Wow, wo kommt er denn jetzt her? Da kommt immer wieder neue. Wahnsinn. Schmeiß ihn runter. So. Da, frier den. Ah. Ja, sehr gut. So, schock ihn. Bad, so. Der ist, damit wäre einer von diesen Sith-Assassinen besiegt. Oh, und der andere, der ist immer noch hier am rumspinnen. Ah, fast hätte ich ihn gehabt. So. Der ist auch dran. Lebt der noch? Ne, der lebt, glaube ich, nicht mehr. Und das war dann der letzte. Wenn ich mich... Oh, wo kommen die Dinger denn her? Okay. Was ist das für ein Ort? Ja, General, das... Seid ihr noch da? Wüsste ich auch gerne. Was ist das für ein Ort? Tom, hörst du mich? Antwortet mir doch. General, hört ihr mich? Ja. Wir konnten sie abwehren. Gerade eben. Coulter, hört zu. Es gibt tausende von ihnen. Nein! Wow. Sie sind... Ich spüre sie. Sie sind wie ich. Die Macht ist stark in ihnen. Wovon redest du? Er hat eine Armee geklont. Das ist unmöglich. Das... Wir sind unterwegs. Was für eine Armee? Eine Armee von mir oder was? Also, eine Armee von Starkiller. Das wäre nicht so toll. Wohin? Was soll ich denn damit machen? Hallo? Okay, was bringt mir das? Ah, jetzt kann ich hier weiter. Wo geht's lang? Hä? Ah, gut, hier durch. Puh, das ist ein weiter Weg hier. Und da sind schon wieder solche... solche Deppen. Da ist noch einer. So. Halten. Komm runter. Gut. So. Und hier drauf. So. Kann ich das jetzt hier mehr rüberziehen? Ja, sieht ganz danach aus. Wow, 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 jetzt wäre ich ja fast. So. Ja, kann natürlich auch sein, dass einfach nur eine Armee von denen hier klont. Ja, sieht auch ganz so aus, weil die kommen ja aus diesen komischen Behältern. Also er klont scheinbar eine Armee von diesen fiesen Leuten hier. Von diesen, ja. Machtfreaks und von denen, die sowohl Macht als auch Laserschwert beherrschen. Ah, ich muss das Ding nochmal zu mir nehmen. Hier geht's jetzt noch weiter hoch. Darüber muss ich. So.
hier geht's also weiter. So, und jetzt da unten das Hof, okay. Habe ich das hoch genug geholt? Oh ja, das war eng. So, jetzt wieder auf diese komischen Roboter. Und dann hier auf so ein Feld. So, wo geht's genau hin? Da hinten. Da rein soll ich, oder? Irre ich mich da? Nee. Also auf diesen Roboter hier und da rein. Das passt von der Dings. Und hier ist auch direkt schon wieder so ein komischer Typ. Ah, sehr schön. Den habe ich jetzt mit Hilfe meines Verbrennenschwertes noch Flammenschaden zugefügt. Das klappt nicht immer, aber manchmal klappt's. So, wo geht's hin? Oh! Diese Tür muss ich öffnen. Oh, was ist das? Was Besonderes. Erstmal kommen hier wieder ein Haufen Gegner. So, Kollege. Du bist tot. Und der nächste folgt. Was war denn das jetzt für ein... Ha, da ist ein Lichtschwert, fliegt in der Luft rum. Ist auch mal eine witzige Sache. So, der ist auch tot. Fliegt es immer noch? Hängt es immer noch da rum? Nee, ist nicht mehr da. Bäm, gegen das Ding geschmissen. So. Komm, noch einer, noch ein neuer Klon gekommen. Hoffentlich ist das hier jetzt kein so unendliches Ding, sondern das hört irgendwann auch mal auf. Weil wenn er eine Klonarmee von unendlich vielen erschafft, könnte das ja rein theoretisch auch